Moin zusammen. Moin. Ja, unschwer zu erkennen, der Mais ist weg, die Fläche wurde gemulcht, aber glücklicherweise haben wir ja noch weitere Kulturen im Angebot. Ja, Stichwort Winterraps, und dazu schauen wir uns am besten mal die Herbstentwicklung unserer Sorten an. Sag mal, Kollege, was ist denn das da? Viel wichtiger ist, wer ist das da? Ja, Nora, du bist's. Hi. Hi Matze, hi Björn. Sag mal, kannst du uns vielleicht kurz verraten, was du hier machst, oder ist das streng geheim? Auf jeden Fall kann ich euch das verraten. Wir wollen hier mit der Drohne uns die Bodenbedeckung in den neuen Rapssorten angucken. Ja, und wie genau funktioniert das jetzt mit dieser Drohne? Wir von der Phänotypisierung, von der Forschung und Entwicklung können kulturartübergreifend den Bodenbedeckungsgrad in allen Kulturarten bestimmen. Hier wurden alle Sorten mit 45 Pflanzen pro Quadratmeter ausgedrillt. Und wir würden jetzt gerne einmal im Stand der Herbstentwicklung einen Vergleich von allen Sorten ziehen. Ja, sag mal, kannst du uns denn dann schon von unserer neuen Topsorte Ivo KWS den Bodenbedeckungsgrad nennen? Jungs, jetzt bleibt immer ein bisschen neugierig. Ich prozessiere euch die Daten und schicke sie euch in den nächsten Tagen per Mail zu. Zur kommenden Saison haben wir zwei weitere Top-Sorten in unserem Portfolio mit drin. Und zwar sind das Otello KWS und Alessandro KWS. Und da würde uns der Bedeckungsgrad natürlich auch interessieren. Die schaust du dir sicher auch von oben noch mit an, ne? Na klar, wenn ihr mich nicht weiter vom Fliegen abhaltet, mache ich das noch gerne für euch. Ja, Nora, besten Dank und guten Flug. Und ihr bleibt schön neugierig. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.